Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Need for Speed Payback. Na, wir haben das letzte Mal die Racer-Szene ein bisschen aufgemischt und haben gewonnen. Und dann am Ende habe ich mich entschlossen, wir wollen die Drift-Karriere weiterführen. Jetzt habe ich gerade mitbekommen, in diesem Kapitel gibt es keinen Drift-Club, der uns herausfordert. Das heißt, alles für die Katz gewesen. Ich habe natürlich vorher nochmal richtig schön Leistung in die Karre reingebuttert, war dann pleite. Und deswegen muss ich jetzt ein Auto wählen und habe nicht so viel Geld. Was habe ich gemacht? Wir hatten noch den Subaru, den Offroader, der hat mir von Anfang an bis eben nicht gefallen. Da habe ich mir gedacht, komm her, da haben wir so viel Geld reingesteckt, den verscherbel mal jetzt. Und jetzt habe ich wieder 227.791 Dollar und damit könnten wir jetzt unseren BMW M3 noch ein bisschen aufmöbeln. Aber natürlich wollen wir den auch so ein bisschen optisch noch anpassen. Das ist wichtig, auch wenn mich das jetzt ein bisschen Geld kostet. Das ist mir jetzt egal. Das ist mir tatsächlich Wurst. Ich möchte, dass die Karre einfach noch ein bisschen geiler aussieht. Und deswegen stecke ich da jetzt noch mal ein bisschen Geld rein. Oh, das sieht geil aus. So, eine dicke Unterlippe, die muss man auch hier riskieren. Schön windschnittig. Oh, yes. So, hier vorne natürlich auch der Abtrieb vorne muss sein, ne? Was bei dem Auto gar nichts bringt, denn der wird sowieso auf die Hinterräder gehen. Muss ganz ehrlich sagen, die Felgen gefallen mir sogar hier. Die gefallen mir. Nö, die behalte ich. Die sehen geil aus. Sind auch unterschiedliche, ne? Hinten sind ganz andere. So, bisschen breiter, bisschen, ja, ein bisschen mehr. Ja, muss schon noch ein bisschen was dran. So, ganz kleine. Hier brauchen wir kleine. Ah, sowas. Sehr schön. Gefällt mir. So, jetzt brauchen wir einen fetten Arsch. Was ist da der Unterschied? Ach so. Inkompatibel, deswegen verändert sich nichts. Na gut. Gefällt mir jetzt nicht so gut, aber wir brauchen da ein bisschen Breite. Ne? Ja, ein bisschen Breite muss da sein. So. Ah, jawohl. Dunkel. Jetzt ein richtig fettes Hinterteil. Was soll denn das? Das sieht ja furchtbar aus. Ich hole mir was vom Schrottplatz und muss 750 Dollar dafür zahlen. Dann nehme ich auf jeden Fall das hier. Ist günstiger und sieht schöner aus. So, ganz wichtig. Dezent. Das soll dezent sein, nicht zu viel. Und hier ein fettes Rohr. Jawohl, einfach nur das dickste Rohr, was geht. So, da braucht man tatsächlich ein bisschen größere, ne, beim Drag Racer. Mag ich aber nicht. Nimm mal sowas. Das ist so ein Kompromiss zwischen groß. 1300 Euro für die zwei komischen Beulen da hinten drin. Forget it. Das soll das Soundsystem sein. Totaler Blödsinn. Man sieht nicht mal was. So. Okay. Eieiei. Auf jeden Fall. Ui. Das wirkt aber nochmal ganz anders jetzt. Ja, sieht ziemlich geil aus, ne? Alles tunen geht leider nicht. Wir könnten sogar noch für 1000 Dollar nochmal hässlich machen. Warum? Nö, so gefällt er mir. Gefällt mir sehr gut. Jetzt natürlich noch die obligatorische Färbung. Meistens tendiere ich zu schwarz. Oh, sieht schon geil aus. Kannst du sagen, was du willst. Schwarz sieht einfach geil aus. Und guck mal da, wie schön das vorne glänzt. Aber nein, ich soll nicht immer nur schwarze Autos machen. Und ich habe ja auch mehr versucht, jetzt immer mal ein bisschen andere Farben zu nehmen. Das hat auch was. Das hat was. So oder so. Ah, so gefällt es mir noch besser. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen schönen Sticker auf der Seite. Das ist klar. Das gehört einfach zur Racing-Szene dazu. Das geht nicht ohne. So, sowas hier. Richtig cool. Natürlich bei mir immer Standard. Direkt vorne vom Rad ausgehend. Oberkante, Radkasten. Ja, komm. So, zack. Das wollen wir jetzt auf die andere Seite kopieren. Ne, wir wollen erstmal die Farbe ändern. Geht das noch irgendwie? Farbe ändern. So, die dezent gelb ist bestimmt geil, auf jeden Fall. So, bestätigen. Jetzt auf die andere Seite. Sehr cool, gefällt mir schon. Aber das mit den Felgen da hinten gefällt mir nicht so. Aber ich habe das Gefühl, die kann ich nicht ändern. Weil es halt ein Drag Racer ist und die brauchen einfach hinten da so richtig dicke Dinger dran. So, hier hinten können wir auch noch was draufkleben. Nee, da hinten will ich nicht. Also hier hinten.
Weiß auch nicht. Wo will ich jetzt eigentlich noch was hinkleben? Ich will nicht zu viel drauf kleben, aber auf die Motorhaube könnte man zum Beispiel noch was machen. Irgendwas Dezentes. Oder einfach volle Möhre. Ah, sowas ist auch cool. Ah, das geht nicht, oder was? Nee, auf die Scheibe weiß ich nicht. Und auf die Motorhaube geht nicht, oder was? Och, das ist ja blöd. Die Motorhaube hätte ich noch was gemacht. Oder da hinten hin. Aber da kann ich wahrscheinlich nichts hinkleben, weil das separate Tuning-Teile sind. Ah ja, was soll's? Wir könnten gucken, ob wir noch ein anderes Vinyl dazu machen, was in einer gewissen Form eine Homogenität. Ist das das Substantiv von homogen? Homogenität, ja, definitiv. Ausstrahlt mit diesem bis jetzt vorhandenen Vinyl. Ihr wisst, was ich will. Destroyer, das sieht auch cool aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir echt. Es hat was. Hat was schön Trashiges, aber zu der alten Karre, warum nicht? Feintuning. So, Skalierung. Ah ja? Was willst du machen? Gefällt mir. Andere Seite spiegeln. Sieht doch geil aus, oder? Ah, warte mal. Jetzt ist das aber hier so. Das muss natürlich auf der anderen Seite. So, das muss natürlich. Jetzt guckt er in die falsche Richtung. So. Das ist jetzt Feintuning spiegeln. Geht nicht. Warum geht das mit der Kamera nicht? Das ist ja albern. Na gut, dann müssen wir es so lassen. Aber ich hätte natürlich gerne gespiegelt, dass der in dieselbe Richtung guckt. Warum geht das nicht? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Andere Seite kopieren. Weil ich es kopiert habe, oder was? Strecken. Geht auch nicht. Kann ich nur so lassen. Ich bin enttäuscht. Ich bin restlos enttäuscht. Na gut, so lassen wir es. Okay. Änderung speichern. So, wen haben wir dann alles? Oh, das können wir auch nochmal. Warte. Änderung speichern und verwerfen. Zurück zur Bearbeitung. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Das hat mir nämlich bei unserem letzten BMW schon so gut gefallen. Da machen wir noch eins, machen wir noch mit dazu. Wo war denn das? Wo war denn das? Das hat mir so gut gefallen. Diese blutunterlaufenden Scheiben. Da. Das finde ich zu geil. So. Jetzt. Das kann ich spiegeln. War ja klar. Yes. Yes. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Oh, so. Farbe ändern. Zurück auf die andere Seite. Kann ich da jetzt sogar noch die Reihenfolge ändern? Andere Seite gruppieren, bearbeiten, Ebenen sortieren. So, genau. So will ich das. Habe ich das jetzt hier drüber auch gemacht? Nee, es gefällt mir sogar besser, wenn das Blutding komplett drüber ist. Gefällt mir besser. Das muss hoch. Yes. Sehr geil. Okay. Änderung speichern. Jetzt haben wir's. Ich weiß, ein bisschen Spielerei, aber das gehört dazu. Das gehört doch ebenfalls immer zur Racing-Szene und zum Need for Speed-Universum dazu. Aber der gefällt mir jetzt auch wirklich sehr gut. Ich sage ja immer so dezent oder so ein vorgefertigtes Vinyl-Set, aber manchmal ist es dann doch schön, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Kann man da echt was zaubern? Man darf es halt nicht übertreiben, ne? Manchmal sieht es dann zu kitschig aus. Das ist eigentlich schon ein bisschen zu viel. Aber ich denke, weil es gerade auch so eine alte Karre ist, hat es so einen gewissen Trash-Faktor. Und dann gefällt es mir doch ganz gut. So, wir müssen die Karre jetzt auf jeden Fall tunen. Denn das letzte Mal, wo wir Drag Races gefahren sind, das ist sehr lang her. 4-5 Stunden ungefähr. Und dementsprechend ist die Karre natürlich auch leistungstechnisch noch ganz weit hinten. So, Aufholjagd. Level 11. Schon mal mindestens das reinhauen. Das war teuer. Jetzt geht's los. Okay, alles reinbuttern, was nur geht. Und wir werden nicht viel Geld mehr übrig haben.
So, das bringt mir zum Beispiel schon mal viel mehr. Und das. Höchstgeschwindigkeit. Was bringt mir das? Bremskraft brauche ich nicht. Dann brauche ich eher das hier, ne? So, und damit sind wir pleite. Offiziell pleite. Das können wir auch nicht noch holen. Das können wir auch nicht holen. 18, das könnte man noch holen. Das macht mich alles schlechter. Okay. Scheiße. Das ist natürlich jetzt echt richtig übel. So. Wie komme ich denn da jetzt am besten hin? Von der Tankstelle, würde ich mal sagen. Fahr mal aus hin. Aber ich erhoffe mir jetzt ehrlich, erhoffe mir natürlich einen Sieg. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass wir leistungstechnisch viel zu schwach sind. Was haben wir nochmal für ein Level jetzt mit der Karre? 299, empfohlen wird 310. Yes! Geh auf die Hinterräder. Okay, vom Noss her gefällt er mir schon mal sehr gut. Zieht zwar jetzt nicht so modsmäßig an, aber hat viel Noss. Jawohl, dann gebe ich einen mit. Oh Gott, die kannst du wirklich nur mitnehmen für Drag Races, die Karre. Boah, die steuert sich ganz schlimm. Driften tut die gar nicht. Das ist ja schon mal gut. Soll sie ja auch nicht. Ja, komm, gib mir einen Stern. Zwei, meine Güte. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber okay. Wahrscheinlich, weil ich einfach schon so hochgelevelt bin mit den Hallo. Ich bin repariert. Hätte ich auch einfach mal in den Rückspiegel gucken können, ob er jetzt gerade die Straßenseite wechseln kann, oder? Nö, einfach rüberziehen. Ich meine natürlich die Spur, nicht die Straßenseite. Diamond Block. Vielleicht kommen wir jetzt wirklich schon in die Szene, dass wir grinden müssen, weil wir zu wenig Geld haben. Hätte ich keinen Bock drauf, aber wir haben noch ein Auto übrig, was wir verkaufen können. Du kämpfst dich durchs Leben, während wir damit spielen. Nichts ist für uns je aufregend, gefährlich oder wertvoll genug. Wir sind Diamond Block. Nie von uns gehört. Tja, dann kannst du kein Millionär sein. Hä? Ihr seid eine Racing-Szene und vergleicht euch nur, indem ihr über Geldwerte redet. Was? Stirb. Was? Stirb. So, erreiche Wheelie-Dauer von 3 Sekunden. Probieren wir jetzt einfach mal. Ich habe das Gefühl, das kriegen wir hin. Ich meine ganz ehrlich, es geht hier ums Gewinnen. Das Geld ist mir völlig egal. Ich bin kein Millionär. Ich habe gerade mal so viel, dass ich meinen Tank füllen kann, du Pfeife. So, let's go. Dann wollen wir doch mal. Zack. Boah, würde man sagen, bis jetzt noch nicht so geil. Das wird hart. Das wird hart und heftig. Auf jeden Fall, du Pfeife. Stirb! Von denen stirbt. Wer stirbt hier? Stirb an einem anderen Tag. Easy. Meine Güte. Hätte nicht gedacht, dass ich das Ruder hier noch umreiße. Glück gehabt. Mehr oder weniger. Also von der Leistung her war der besser, aber ich glaube ganz ehrlich. Oh nein, zweites Rennen. So, wir brauchen den perfekten Start. Das ist. Zack. Ich würde mal sagen, war auf jeden Fall schon mal ein guter Start gewesen. Yo! Oh, er ist davor gedonnert, ich hab's gehört. Er ist leider davor gedonnert. Tja. Aber verloren. Ist nun mal verloren. Sehr gut. Alter, guck mal, wie viele Rennen das hier jetzt sind. 5 Siege brauche ich, um ein Event abzuschließen. Das ist heftig. Sonst haben wir so ein Rennen gebraucht oder 2, aber 5. Aber eigentlich müsste es ja jetzt so sein, wenn ich jetzt das hier gewinne, habe ich insgesamt gewonnen, ne? Weil 3 von 5.
So, schön im Windschatten. Und dann dranbleiben. Und wenn jetzt nochmal der LKW-Fahrer kommt, sind wir am Arsch. Kommt aber nicht. So, er hat sich hier hinten verdriftet. Ich weiß gar nicht, warum er driftet. Falsches Event oder was? Zack, Junge. Easy peasy. Sieg Nummer 3. Das müsste es gewesen sein eigentlich, oder? Event abgeschlossen. Yes. Auch die Zusatzherausforderung auch noch. So, gib mir die Knete, Alter. Gib mir die Knete und vor allem gib mir eine richtig geile Speedcard. Denn wir brauchen Leistung und ich glaube ganz ehrlich, die bringt Leistung. Ja. Missionserfolg Nummer 1, Questreihe beginnt. Diamond Black. So. Jetzt bin ich mal gespannt beim zweiten Race, was die da für Voraussetzungen haben. Hey, könntest du nicht wenigstens versuchen, einen Ort mit weniger Verkehr zu finden? Man macht mir entweder Platz oder eben nicht. Es gibt leichtere Wege, sich umzubringen. Oh, geiler Morgen. Du hältst nicht lange durch. Mein Name ist Mitko Vasiljev. Und du fährst erst wieder gegen den Diamond Block, wenn du dich in einer Time Trial beweist. Tu es oder lass es. Ist mir egal. Alter, ist das ein Unsympath vor dem Herrn. Aber okay, wir werden ihn besiegen und dann wird er schon handzahm sein. Denn dann wird er für uns mit engagiert und wird interagieren gegen das Haus. Erreiche eine Geschwindigkeit von 250, das ist ja easy. Diesmal geht's nur um mich und die Straße. Volle Konzentration. Hä? Okay. Das ist ja ein normales Rennen, Alter. Mit der Karre, kein Drag-Ran. Drag-Ran. Kann man machen. Warum ich da nicht eine andere Karre nehmen darf? Das Übel ist eben wirklich, wenn ich hier NOS gebe, dass der auf die Hinterräder geht. Und dass ich da, dadurch natürlich nicht mehr lenken kann. Boah, das steuert sich widerlich. Ja, das ging. So, ich bin gespannt, wann ich die 250 knacken soll. Bis jetzt sehe ich das nämlich hier noch nicht. Ja, driften, no, muss man sagen, gar nicht so übel. So, zack. 8 Kilometer. Der NOS von der Karre ist einfach richtig böse. Gefällt mir derzeit am besten. Vor allem ist der so ultimativ lang. Ja, und noch Offroad. Das schafft man ja eigentlich wirklich nur mit NOS. Die Karre ist natürlich überhaupt nicht für Offroad ausgelegt. Das war geil. Und zack, gleich wieder auf die Piste. Ey, da kannst du auch sagen, was du willst. Die Streckenführung ist einfach nur geil gewählt. Immer wenn du denkst, ach komm, hier wieder solche Zeitfahrrennen, dann schaffen sie es doch wieder, solche Überraschungen reinzuballern. Wieder irgendwo durch so Schilder gebrettert oder mal kurz Offroad. Die Abwechslung von den Zeitfahrern gefällt mir einfach. So. Danke. Solange ich den nur seitlich mitnehme, benutze ich den mehr oder weniger als Rambock. Oh, Geschwindigkeit haben wir abgeschlossen. Irgendwo hatte ich anscheinend mal mehr als 250 drauf. Und Feuer. Scheiße, jetzt habe ich nach der Zeit umgeguckt. Komme ich da durch? Da komme ich durch. Boah. Das ist schon gruselig, ey, wenn du da einfach mal richtig schön NOS gibst. Augen zu und durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Anders habe ich gerade nicht gemacht. Das innere Auge zumindest verschlossen. Äußerlich vor mich hingestarrt. So, Gegenverkehr. Nee, danke. Das machen wir mal nicht. So, irgendwas ist jetzt rechts rum, ne? Boah, stand der gerade kacke. So, noch 3 Kilometer. Boah. Boah, du kannst nicht mehr lenken. Du kannst nicht mehr lenken. Einmal den NOS-Balken runtergedrückt. Ja, wir fahren mal weg hier. Boah, ist das übel. Man sieht das, glaube ich, gar nicht, dass der auf die Hinterräder geht, aber der fliegt förmlich vorne noch. Und du kannst ganz, ganz schwer lenken oder gar nicht lenken. Du willst natürlich den NOS-Balken auch nicht loslassen. Ne? Du willst den NOS-Knopf nicht lösen. Du willst das Ding komplett runterbraten. Es geht auch gar nicht anders.
Also auf der Straße von der Beschleunigung ist die Karre echt ein Monster. Da, jetzt haben wir es wieder. Kann man ihn lenken. So, letzten Meter. Meter, Meter, Popeter, Katheter. Geiles Event. Tja. Und das ist dann wieder ein Event, ne? Du hast eine Karre, die ist einfach 20 Punkte schlechter als angegeben und trotzdem kriegst du das in irgendeiner Form hin. Und dann gibt es andere, da bist du eigentlich von der Levelgrenze sogar drüber, aber es ist viel schwieriger. Oh ja. Ohne Sicherheitsnetzmission. Erfolgreich. Nächste bitte. Okay, das war cool. Da oben. Hört zu, Mann. Ihr mögt euch ja für total crazy halten. Aber ihr seid auch nur eine Streetliga in Silver Rock. Ihr seid nichts Besonderes. Wir unterbrechen das mal für eine kurze Durchsage. Wir beamen uns nämlich direkt an die Tanke. Ihr füllt jetzt euren Bier- und Chips-Vorrat wieder auf. Und dann hören wir dem Russen weiter zu, wie er uns beleidigt und wie ihn weiter fertig machen. Aber wir sind nicht mal im selben Krassensystem wie das Straßenpark dieser Stadt. Dieses Straßenpakt wird euch vernichten. Ihr werdet hier gegen mich verlieren und dann verlieren eure Freunde vom Haus im Outlaws Rush. Als würde mich dieses alberne Rennen auch nur im geringsten interessieren. Weiter so, Tyler Morgan. Weiter so, Tyler Morgan. Tyler kommt jetzt nicht morgen. Tyler kannst du anders nennen. Ich bin jetzt Tyler heute. Das ist ein Sprung. Ach, mach ich jetzt nicht. Hätte ich aber Bock drauf gehabt. Zack. So, Drag Race. Ich guck gar nicht erst nach den Level Caps. Hier ist mir egal. Führe mindestens 2 Wheelies aus und gewinne das Rennen. Angenommen. Mehr Autos, mehr Kurven, mehr Hänge. Bleib dran. Alles klar. Gewinne 2 Läufe. Und da haben wir's. So, jetzt nur gucken, wie die Straßenführung ist. Da hinten ist das Ziel, das sehen wir schon. Vielleicht noch einmal schalten. Und dann haben wir's. Ich würde mal sagen, perfekt runtergeschaltet, oder? So, Mono und Schalter dazu und dann zack, Nummer 1. Alter, da zieht er die Handbremse und dreht hier das Ruder rum. Ha, mit seinem Camaro. Boah, ich dachte ganz ehrlich am Anfang, der zieht mir jetzt davon. Aber es ist schon echt krass, wie man im Windschatten dann doch relativ easy hinterherkommt. Und wenn man dann wirklich perfekt schaltet und den Nosbalken noch runterdrückt, das ist schon cool. War nicht so perfekt, ne? So, bisschen Nos haben wir gekriegt und er verdriftet sich. Keine Ahnung, was er da gerade gemacht hat. Auf jeden Fall war es nicht gut. Wir haben noch Nos. Und wir benutzen Nos. Aber wir kennen das Spiel. Erst auf der Zielgeraden. Zack. Yes. Ja, ja, ja. Nummer 2. Tyler gegen Boss. Boss genau ist nicht mehr Boss. Boss ist McLusos. 2 Wheelies. Ich bitte dich. 4. 4. Yes. Gib die Kohle her. Jetzt noch eine fette Speedcard, die mir richtig Leistung gibt. Tempo 13 ist gut, ne? Auf jeden Fall eingebaut. So. Geiles Rennen. Also Drag Races, ne, waren das letzte Mal bei Underground 1, Underground 2 und bei Pro Street. Erreiche Wheelie. Hör, es geht einfach weiter, oder was? Ja, meinetwegen. Einfach weitere Rennen. Ich dachte, das war's schon. Oh, jetzt wollen sie es wissen. Noch nicht einmal perfekt geschaltet. Schnapszahl, ich muss die alle mitgeben. Sorry.
Tut mir leid, aber eins war mir klar, du wirst im Dreck nicht gut fahren können. Nummer 1, es geht einfach weiter. BMW M3 gegen den BMW M5. Geiles Duell gewesen, ich hätte nicht gewonnen. Hätte ich dem jetzt nicht eine mitgegeben, hätte ich nicht gewonnen. Ich musste ihm eine in die Seite geben, dass der in Dreck fährt und dadurch abbremst. Mein Start war auch sehr, sehr scheiße. Komm, komm, komm. Boah, ich krieg die Karre nicht gerade durch das Gehoppel hier. Aber ich habe das Gefühl, er war auch erstmal ein bisschen schlechter dran. Yes! Genau das war's, was ich jetzt brauchte. Diesen einen kleinen Noss. Den einen Zutzelnoss, den ich gekriegt habe. Sehr geil, mit dem kam ich dran vorbei. Geiles Rennen. Sehr geiles Rennen. Ich bin so erstaunt, wie du mit der Karre hier einfach vom Leder ziehst. Ne, die sind am Start eigentlich durch die Bank weg besser. Komm, nur noch den. So, gut. Den kriegst du mit. Oh, ich muss mal schalten, sonst fliegt mir gleich der Motorblock vorne raus. Zack, Alter! Nicht ganz fair, aber geil. Yes! So geht das. Durch den einen Noss, ich finde das ziemlich geil, dass wenn man perfekt schaltet, dass man dann Noss kriegt. Also die Idee dahinter ist echt ziemlich geil gemacht. So, Speedcard, diesmal ist die in der Mitte die beste. Beschleunigung 13. Ja, von der Beschleunigung wäre mal besser, aber von der Höchstgeschwindigkeit nicht. Aber Beschleunigung ist ja dann doch in irgendeiner Form wichtiger. So, Questreihe Nummer 3 abgeschlossen. Es geht weiter mit Nummer 4. Ein Crewmitglied erledigt. Ein Schritt näher am Outlaws Rush. Wieso sparst du uns nicht Zeit und gibst mir einfach einen Freifahrtschein? Boah, 63. Morgen, ich verachte dich und deine kleinen Madenfreunde. Wenn ich könnte, würde ich euch ausröschen. Was hindert dich daran? Na los, Vassiljev. Komm doch einfach raus, wenn du so gefährlich genau, bist. Genau, komm doch einfach raus. Du bist gefahren. Die kannst du haben. Triff dich in der östlichen Wüste mit uns. Da erwarte dich ein echtes Rennen. Alles klar. Wir werden auf jeden Fall kommen. Keine Sorge, wir werden da sein. Aber bevor ich da hingehe, werde ich auf jeden Fall einen fetten neuen Nitro-Tank einbauen. Dann werde ich mir die Nitro- und Beschleunigungskarte noch reindrücken, weil ich es kann. Und dann werde ich mal gucken, hier das Tempo. Beschleunigung ist schlechter. Aber minimal. Ansonsten Bremskraft ist mir ja eigentlich bei der Karre wirklich völlig Wurst. Oh, hier. Bremsen und Tempo macht macht mir Nitro zu schlecht. Das macht mir auch Nitro zu schlecht. Ja, die hier könnte man nehmen, ne? Bremskraft brauche ich nicht und der Rest ist halt geil. Hauen wir noch rein, aber ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass diese 15er-Karten so schlecht sind. Das ist natürlich 15er Bremse. Sprungkraft, Nitro weg, ne, so lassen wir es. 326, aber was ist das Empfohlene, was wir hier brauchen? Ne, wo ist denn das? Da. 360, das ist halt schon nochmal was ganz anderes, ne? Ist aber jetzt auch ein Sprintrennen, muss man sagen. Das ist kein Dragrennen. Okay, das wird sehr, sehr spannend, Leute. Aber für diesen Part soll es das gewesen sein. Heute mit Need for Speed Payback. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wieder einschalten, denn dann werden wir diesen Russen Blatt machen und die Story ordentlich vorantreiben, denn dann fehlen noch, wie es hier im Bildschirm angezeigt wird, die Offroad-Rennen und die Polizeiverfolgungsjagden. Ich gucke gerade da unten, ne? Drag. Das ist das Einzige, was da noch fehlt. Und dann hoffe ich, kommt wieder eine geile Hauptkampagnen-Mission. Und ich hoffe, dann ist es noch nicht vorbei, sondern es wird die ganze Karte dann nochmal aufgeploppt. Dass es noch mehr Rennen gibt. Damit wir noch mehr geile Autos und geile Tuning-Karten kriegen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Wir werden das zusammen rausfinden. Deswegen beim nächsten Mal wieder einschalten. Euer Van Förde Franz, dann wieder am Start. Vielen Dank fürs Zusehen.